I am the Jochen und this is the Frühsport für Samstag, den 1. Mai 2021. Schönen guten Morgen. Der geneigte Zuschauer Mathis Lassen hat angeregt, ich sollte mal die Kamera ein bisschen weiter wegstellen, dass man nicht den Kopf so groß sieht. Daraufhin habe ich ja schon gesagt, das ist nun mal der Haken. Ne? Also wenn ich näher dran bin, kann ich die Tabellen besser zeigen. Heute haben wir aber keine Tabellen, deswegen probiere ich es einfach mal aus, gehe ein Stück weg. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ist das jetzt besser so? Noch ein Stückchen weiter weg. Wie viel? Es wird dann sehr hell, wenn ich weiter weggehe. Ne? Das ist auch irgendwie. Das wäre der Licht. Das mit dem Licht ist speziell. Aber gut. Bleibe ich mal heute so auf der Distanz, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie wir da einig werden. Aber wenn die Tabellen kommen, muss ich wieder ran. Weil die kann ich, wenn ich die hier hochhalte, sieht ja keiner mehr. Nun gut, wir haben heute ein buntes Potpourri zum 1. Mai, zum Feiertag. Und die Sportarten heute werden hier in diesem Frühsport immer exotischer nach hinten raus. Das kann ich schon mal anteasern so ein bisschen. Wir starten mal mit Tennis, das ist noch was Bodenständiges. Und zwar in München. Da gab es gestern im Viertelfinale eine Überraschung, muss ich sagen. Alexander Zverev ist ausgeschieden gegen Ilja Iwaschka. Und der trifft jetzt im Halbfinale auf Jan-Lennard Struff. Das Ganze gibt es um 13:30 Uhr und zwar im Fernsehen. Bisher die Woche über gab es hier nur mit Streams das Ganze zu sehen. Jetzt ist es im Fernsehen angelangt und zwar im BR-Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk. Die zeigen ab 13:30 Uhr dieses Halbfinalspiel. Und davor gibt es schon ab 11 Uhr auf RAN.de im Stream noch die Fortsetzung der restlichen Viertelfinals von gestern, die dann irgendwann dem Regen zum Opfer fielen. Also RAN.de Stream ist dabei und der BR dann auch im Fernsehen. Natürlich, wie wissen wir alle beim Tennis, diese Anfangszeiten sind geplante Anfangszeiten. Ob das nur wirklich so kommt, werden wir sehen. Im Doppel haben es Krawitz und Kohlhoff schon ins Finale geschafft. Die hätten eigentlich heute antreten sollen im Halbfinale gegen Hanfmann und Köpfer, aber Hanfmann ist ja verletzt, hat im Einzel schon absagen müssen, jetzt auch das Doppel gestrichen und damit also Krakol im Finale. Und da geht es gegen die belgische Kombination Gill und Vliegen. Und die haben nämlich gewonnen gegen Brown und Gojowski. Und einmal mehr hoffe ich, dass sie wirklich Gill und Vliegen heißen. Ich glaube, so ähnlich zumindest. Apropos Doppel, was wir auch nicht ganz außer Acht lassen wollen. Tim Pütz, der hat es nämlich in Estoril mit seinem monegassischen Partner Hugo Nies ins Finale geschafft, im Doppel. Und Pütz ist ja auch so ein Kandidat im Doppel, vielleicht für die Olympischen Spiele in Tokio. Denn wir wissen ja, Kevin Krawitz braucht einen neuen Partner. Allein schon für die French Open braucht er einen neuen Partner. Die auch dann jetzt Ende Mai beginnen, weil Andreas Mies wird es nicht schaffen. Und er wird es auch für Tokio nicht schaffen, wenn es denn stattfindet. Und vielleicht ist Tim Pütz da so einer. Vielleicht sollten die das mal zusammen versuchen. Bei den Damen geht es in Madrid weiter beim WTA 1000er Turnier. Und zwar ab 11 Uhr auf The Zone. Und das Spiel wird unter anderem gegen 12:30 Uhr Laura Siegemund gegen Iga Świątek. Und um 14 Uhr ungefähr, schätzungsweise Anfangszeit, ist dann Angelique Kerber dran gegen Petra Kvitova. Also namhafte Gegnerin für die beiden deutschen Vertreterinnen hier. Und Doppel, das ist noch mir jetzt gerade auch erst aufgefallen, Laura Siegemund steht dort auf dem Platz, auch heute. Und zwar mit Vera Zvonareva, mit der sie gemeinsam auch letztes Jahr die US Open gewonnen hat. Aber sie stehen nicht auf derselben Seite des Netzes, denn Siegemund spielt zusammen mit Radetschka und Zvonareva spielt zusammen mit Vesnina auf der anderen Seite. Warum die sich jetzt da wieder getrennt haben, weiß ich nicht. Vielleicht wollen die beiden Russinnen, Zvonareva und Vesnina, auch für Tokio schon mal trainieren. Gibt es ja manchmal sehr abenteuerliche Konstellationen im Vorfeld der Olympischen Spiele. Gehen wir aufs Eis und zwar in die DEL. Da gab es gestern die Entscheidungen im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Die Eisbären Berlin haben gewonnen 4:2 gegen Ingolstadt, lagen auch zunächst hinten, aber haben es dann auch drehen können. Und die Mannheimer Adler sind draußen. Dicke Überraschung. 1:2 gegen Wolfsburg kurz vor Schluss kassiert. Und damit haben wir eine Finalserie, ein Serienchen, weil es ja auch wieder nur drei Spiele sind, nämlich die Eisbären gegen Wolfsburg. Basti, der das Ganze ja getippt hatte vor anderthalb Wochen, der hat gesagt, Finale Eisbären gegen Mannheim und dann gewinnen die Eisbären. Das heißt, den habe ich gestern Abend nochmal gefragt. Er sagte, nee, ich bleib dabei, die Eisbären gewinnen jetzt erst recht. Mannheim wäre der schwerere Gegner gewesen. Wir werden das Ganze sehen ab Sonntag, aber eben auch hier drei Spiele und dann ist schon wieder rum. Wer heute Eishockey gucken möchte, der könnte das tun mit einem Testspiel der deutschen Mannschaft. Die spielt um 13:30 Uhr gegen Tschechien auf Magenta. Oder der könnte auch heute Abend NHL gucken, falls er The Zone hat, um 19 Uhr Boston gegen Buffalo oder auf Sport1 Plus. Da wird zum einen auch das gezeigt, Boston-Buffalo und dann um 21 Uhr danach Detroit gegen Tampa Bay.
So, kommen wir zum Fußball. Im Finale des DFB-Pokals steht RB Leipzig. Die haben in der Nachspielzeit der Verlängerung gewonnen mit 2:1 in Bremen, also ganz kurz vor Elfmeterschießen, und sind damit ins Finale eingezogen. Tolle Leistung der Bremer, wo Kofeld erstmal Trainer bleiben darf. Und Leipzig wartet jetzt auf seinen Gegner. Der wird heute Abend ermittelt um 20:30 im zweiten Halbfinale und dann empfängt Borussia Dortmund Holstein Kiel. Also der Bayern-Bezwinger zu Gast in Dortmund hofft auf einen weiteren großen Coup. Der Bayern- und Darmstadt-Bezwinger, möchte ich nochmal betonen. Also jetzt im Halbfinale in Dortmund und hofft auf einen weiteren großen Coup. Wir werden sehen, ob das gelingt. Übertragen wird es im Ersten oder auch auf Sky Sport. Schon am Nachmittag gibt es ein Spiel, und zwar das letzte noch ausstehende Nachholspiel der dritten Liga. Dann ist die Tabelle wieder glatt. Uerdingen trifft auf Dynamo Dresden und wir haben die Uerdinger als 17. tief im Abstiegskampf stecken und wir haben die Dresdner als Tabellendritten ja im Aufstiegsrennen. Das heißt also, für beide geht es um was. Wird ein nettes Spiel, glaube ich. Magenta ist ab 14 Uhr live dabei. Wir schauen ins Ausland, denn da werden ganz normale Ligaspieltage abgehalten an diesem Wochenende. Und heute spielen alle vier Tabellenführer. Und zwar der aus England, Manchester City, fängt an um 13:30 zu Gast bei Crystal Palace. Wenn die heute gewinnen, können die morgen schon Meister werden, falls United es nicht schafft, in Liverpool zu gewinnen. 18:30 noch aus England, der Tabellenvierte, Chelsea. Die spielen gegen Fulham um die Champions League-Platzierung. Das Ganze auf Sky Sport live zu sehen. In der spanischen Liga mit diesem heißen Meisterkampf an der Spitze, vier Teams innerhalb von 3 Punkten, da sehen wir heute auch den Tabellenführer, nämlich Atletico Madrid. Um 15:45 zu Gast in Elche. Und um 21 Uhr empfängt dann Real Madrid Osasuna. Beide Spiele auf The Zone. Ebenso wie die aus Frankreich. Da gibt es um 17 Uhr den Tabellenzweiten aus PSG gegen Lens. Aus PSG, genau. Die Stadt PSG an der Seine. Gegen Lens. Und um 21 Uhr dann der Tabellenführer Lille zu Hause gegen Nizza. Und nochmal The Zone mit Italien. Auch da der Tabellenführer gibt sich die Ehre. Um 18 Uhr Inter Mailand zu Gast in Crotone und dann um 20:45 Uhr der AC Mailand. Die sind nur noch Fünfter, die kämpfen auch gerade kräftig um die Champions League noch und empfangen Benevento Calcio. Also das alles auf The Zone zu sehen. Plus weitere Partien, das waren jetzt nur die interessanten in der oberen Tabellenregion. Kommen wir zum Basketball mit einer kurzen guten Nachricht für alle Bayern-Fans. Gestern haben die nämlich wieder gegen Mailand gespielt, haben lange Zeit auch hinten gelegen, aber am Schluss das Ding gedreht in der Euroleague und gewonnen und somit die Serie im Viertelfinale auf 2:2 gestellt. Die Mailänder hatten schon die ersten beiden Spiele gewonnen, jetzt also 2 Siege für die Bayern. Und es kommt am Dienstag zu einem fünften und entscheidenden Spiel, wer den Einzug ins Final Four Turnier dann in Köln schaffen wird. Ich sage wieder Bescheid am Dienstag, dass es soweit ist. Dann gibt es Radsport heute. Bei der Tour de Romandie steht die Königsetappe an. Da geht es am Schluss 10 Kilometer Bergankunft nochmal richtig steil hoch. 15:30 überträgt Eurosport 2 das Ganze live. Und gestern hat sich in der Gesamtwertung einiges getan. Denn es war so, wie ich es schon ein bisschen prophezeit habe. Es ist eine Fluchtgruppe durchgekommen und hat da das Gesamtklassement durcheinander gewirbelt, zumal Marc Soler aus dieser Topgruppe auch noch sich ja, solo absetzen konnte. Der hat die Etappe gewonnen und damit auch die Gesamtwertung jetzt übernommen. Vor dem Dreierpack Thomas, Port und Colbrelli, die allesamt 14 Sekunden Rückstand haben und noch 2 Sekunden dahinter dann Hirschi. Und der bisherige führende Rowan Dennis, der ist zurückgefallen auf Rang 23, hat über eine Minute jetzt Rückstand. Bester Deutsche immer noch Ben Zwiehoff auf Platz 30 jetzt mit über 2 Minuten habe ich einen Rückstand. Aber die Etappe heute mit der Bergankunft am Schluss, das ist, glaube ich, echt eine nette Sache. Eurosport 2, 15:30 kann man das gucken. Formel 1, Freunde, ihr seid wieder dran. 16 Uhr geht es auf Sky Sport, beziehungsweise auf Sky Formel 1, dieser spezielle Kanal. Geht's ins Qualifying beim großen Preis von Portugal in Portimão. Und da sind wir auch gespannt, wer die Pole Position einfahren wird. Das Duell zwischen Verstappen und Hamilton hat sich so ein bisschen zart angedeutet, dass es diese Saison wirklich existieren könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Weltmeisterschaft auch mal spannend sein würde. Apropos Weltmeisterschaft, die Curling-Weltmeisterschaft der Frauen hat begonnen. Die deutsche Mannschaft hat dort das erste Spiel gegen Russland leider verloren. Und das ist in Kanada, das heißt, es wird wieder nachtens gespielt. Jetzt war, glaube ich, ein Spiel gegen USA vergangene Nacht. Nächste Nacht geht es gegen Südkorea. Aber es gibt auch ein Spiel, was man zu vernünftigen Zeiten gucken kann. Und zwar um 15 Uhr, nee, 17 Uhr, glaube ich. 17 Uhr deutscher Zeit gegen Schottland heute. Das Ganze gibt es auf World Curling TV.
oder World Curling TV auf dem entsprechenden YouTube-Kanal. Da laufen alle Spiele, also wer Curling gucken möchte, schaut da bitte rein. Und was haben wir noch Feines heute? NFL Draft geht weiter um 18 Uhr, die Runden 4 bis 7, das Ganze immer noch auf der Zone zu sehen. Und dann gibt es die Badminton-Europameisterschaften. Ja, da stehen die Halbfinals an, und zwar im Herrendoppel. Da haben es, ich muss es ablesen, die Namen gehen mir nicht so leicht von den Lippen, Mark Lambsfuß und Marvin Seidel ins Halbfinale geschafft und kämpfen da um den Finaleinzug bei der Europameisterschaft und wertvolle Punkte für die Olympia-Qualifikation. Und Mark Lambsfuß ist auch noch im Mix dabei mit seiner Partnerin Isabel Hertrich. Und die sind auch im Halbfinale. Und das Ganze gibt es auf sportdeutschland.tv zu sehen heute. Ganze Badminton-Turniere, auch die Einzelturniere und so weiter. Aber da sind die Deutschen eben schon ausgeschieden. Und noch was zum Schluss, was ganz Besonderes in der Leichtathletik, nämlich gibt es zurzeit in Polen die Staffelweltmeisterschaften. Das ist nochmal was, vielleicht Weltmeisterschaften, das ist ein Tick zu viel gesagt, denn es gibt natürlich die Leichtathletik-WM, wo auch Staffeln gelaufen werden. Aber das ist nochmal so ein Staffel-Wettkampf, würde ich mal, na, so drücke ich mich mal drum rum, das Klare zu nennen. Da wird also alles ausgelaufen, 4x100 Meter, 4x200 Meter, 4x400 Meter. Da gibt es Hürdenstaffeln, da gibt es gemischte Staffeln, Männlein, Weiblein. Aber nur Staffeln. Also ganz spannend, wer gerne Staffelrennen sieht, das ist eine nette Sache. Da muss man sich nicht irgendwie jetzt nur an Einzelrennen ergötzen, sondern da gibt es Staffeln zu sehen. Viele deutsche Staffeln sind da auch am Start, denn bei diesem Wettkämpfen wird man sich auch noch für Tokio qualifizieren können. Und das wollen einige der deutschen Staffeln noch schaffen. Bisher haben es nur die Sprintfrauen geschafft, sich zu qualifizieren. Die anderen hoffen noch. Und auch da kann man reinschauen bei YouTube. Das Ganze wird heute ab 19 Uhr gezeigt und der Kanal hier heißt World Athletics. World Athletics zeigt Sprintstaffeln aus Polen für Ome auf YouTube. So, war's das? Ich glaube, das war's. Das ist doch mein buntes Programm heute. Also so gemischt wie heute war es echt selten. Ich hoffe, es ist was dabei für euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr euch da rauspickt aus diesem bunten Strauß. Ansonsten einen schönen Feiertag für die, die ihn vielleicht ganz geruhsam angehen ohne Sport oder geruhsam angehen mit Sport. Gucken. Genießt ihn und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen früh gerne wieder zum 2. Mai. Und dann haben wir tatsächlich schon wieder einen Monat rum. Dann gibt es den Frühsport schon 4 Monate. Verrückte Welt. Bis dann. Genießt den Samstag. Tschüss.